Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Und der Spaten da oben, der versucht schon wieder hier uns abzuknallen. So, was ich jetzt mache ist, Chunky nehmen. In den Wunderwald gehen wir, wenn ich das nächste Mal eine Aufnahmesession beginne. Das wird wahrscheinlich am Sonntag sein. Irgendwie sowas. Und ich denke, das ist ein idealer Zeitpunkt, um dann... Ah, hier sind wieder Donkey-Bananen, warum auch immer. Kann man den einschlagen? Nö. Wie sollen wir denn da reinkommen? Aha. Hier ist so ein Chunky-Fass, das wir gerade gelernt haben. Ja. Nee, jetzt sind wir groß. Genau, wir haben die Chunky-Platten gelernt. Was können wir denn als großer Chunky hier machen? So gar nichts. Vielleicht mit dem Schlag. Nö, kaputt rülpsen können wir den Iglo auch nicht. Und das war auch kein Bug. Hm. Nö. Wir müssen auf jeden Fall hier drin irgendwas machen als großer Chunky. Ich guck mich mal um. Hm. Ja, was, vielleicht müssen wir irgendwo anders erstmal diesen Iglo hier wegkriegen, um dann... Ich habe keine Ahnung. Holen wir uns erstmal hier die Donkey-Bananen. Ist wahrscheinlich erstmal das Einfachste. So. Ey! Der Ballon hat mich verarscht. Kommst du wieder? Dann ziele ich halt höher. Mann. Danke. So. Die nehmen wir auch mit. Dann haben wir mit Donkey schon echt viele Bananen. Ich weiß nicht, ist das Level nicht so groß? Ich habe keine Ahnung. Ah, nicht da runterfallen. Um Gottes Willen, bitte nicht da runterfallen. Wir nehmen dann mal Lanky. Ja, die Münzen, da habe ich immer noch kein Interesse dran. Da, mit den Münzen sind die echt nicht sparsam umgegangen. Also das ist so eine Sache, da hätte Rare ruhig ein paar weniger verteilen können. Dann wäre es vielleicht auch anspruchsvoll sein, die ganzen Fähigkeiten zu kriegen und so. So, dann gucken wir uns doch mal eben mit Lanky um. Also ich sehe jetzt hier 15 Bananen. Okay. Aua! Fuck! What the hell? Achso, ich bitte euch übrigens, wenn ich irgendwelche Bananen vergessen habe... Sagt es mir, ich werde sie sonst niemals finden. Okay, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wo bin ich denn gelandet? Ich habe keine Ahnung, aber da oben ist Schloss. Da will ich mal hin. Schloss ist cool. So ein Dreck. Da hat er mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, nee, ich möchte eigentlich bei Lanky bleiben. Also haben wir wieder auf jeden Fall volle volle Melonen. Was haben wir denn hier? Wenn es das Rennen ist, werde ich es nicht machen. Ich weiß, dass Lanky hier die schlimmste Aufgabe im Spiel bekommt. Ist es nicht. Da müssen wir nämlich gegen einen alten Bekannten antreten. Ich habe das ergoogelt, weil Elegon TV mir sehr gute Hoffnung darauf gemacht hat, dass ich hier ein sehr schönes, schwieriges Spiel spielen werde. Was haben wir denn hier? Hey Lanky, nicht sehr spannend, in diesem Iglu festzusitzen. Deswegen habe ich mir zum Zeitvertreib ein Spiel ausgedacht. Lass uns eine Runde wagen, sonst sterbe ich vor Langeweile. Na gut. Was denn für ein Spiel? Siehst du diese Platten? Dreh so viele um wie möglich. Yippie, los geht's. Okay. Da kriegen wir hin. Ach so. Okay, ich verstehe. Das ist nur gar nicht so einfach. Alter, du sollst springen. Du sollst Stampfattacken machen. Warum machst du das denn nicht? Im Moment liegen wir zurück. Ich glaube... Ah!
Also irgendwie... hätte ich jetzt gedacht, das ist einfacher? Gott verdammt! Ah! Lenky rutscht hier ganz schön krass rum. Also ich glaube, es sieht deutlich einfacher aus, als es ist. Haben wir gewonnen? Nee, mit Sicherheit nicht. Wie viel haben wir denn? 4, 5, 6, 7? Nö, definitiv nicht. Ich liebe dieses Spiel, das ist super Spaß. Ich will nochmal spielen, ja? Ja, komm. Das kriegen wir wohl hin. Ja, ja, ich sehe die Platten. Nur, ich hatte einen scheiß Start und irgendwie habe ich das am Anfang mit dem Springen nicht so gut hingekriegt. So. Diesmal wird das. Wenn Lenky nicht wieder so einen Scheiß macht. Komm. So. Und jetzt schön hinter ihm herräumen. Nein! Nicht die eigenen umdrehen. Gott. Ich glaube, im Moment sieht es ganz gut aus. Schön. Und nach links. Ah, komm, spring doch. Man, irgendwie, wenn man zu früh Z drückt in der Luft, dann springt der nicht richtig, nicht hoch genug. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Der hat nur 5 Stück und wir haben deutlich mehr. 10. Sehr schön. Oh nein, ich habe tagelang an diesem Spiel gesessen und du schlägst mich. Du bist kein wahrer Freund. Nimm meinen Gewinn und hau ab. Was kriegen wir denn? Oh, schön. Eine goldene Banane. Ja, wer hätte das gedacht? Natürlich. So. Fehlen nur noch ein paar weitere goldene Bananen hier in diesem Level. Ja, schön. Damit hätten wir die Burg schon mal ausgeräumt. Kann ich also abhaken. Ich muss mal anfangen, mir eine Strichliste zu führen. Oder mir aufzuschreiben, wo ich war. So, was ist das? Ah, okay. Und wie komme ich da hoch? Ah. Naja, aber ich glaube, das ist das mit dieser schwierigsten Aufgabe im Spiel. Aber man kann sie sich ja trotzdem mal anschauen. Komm, geh hoch. Kannst du mal schneller und so. Danke. Ja, ich glaube, das war das. Ja. Du bist es, Lenky, okay? Wenn du bei der Rutschpartie schneller bist und 50 Münzen sammelst, dann überlasse ich dir eine goldene Banane. Benutze, um zu steuern, steuere nach vorn, um zu beschleunigen und nach hinten, um abzubremsen. Drücke A, um zu springen, okay? Los geht's. Okay. Und wir kriegen hier gleich mal den Orang-U-Stand. Wieder bei läuft's weiter. Kreisch, diese Fähigkeit verbraucht Kristallkokos. Klar, natürlich läufst du jetzt erstmal in die andere Richtung. Wow, ist der schnell. Aber richtig schwer zu steuern. Der Scheiß. Krank. Wahrscheinlich ist es während der Squawks hier gekreischt hat. Unser guter... Ach so. Da sollten wir reinfallen. Ist unser guter Kumpel wahrscheinlich schon weitergelaufen. Also... Ei... Ja, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die werde ich definitiv offscreen machen. Beziehungsweise mit Aufnahme und dann den perfekten Versuch reinschneiden. Das werde ich allerdings dann nicht jetzt tun. Ah, fuck. Ich glaube, das ist aber auch gescriptet, dass es automatisch klappt. Das Schlimme ist, ich habe ihn seit dem Start nicht einmal mehr gesehen. Yay, Sprung. Gott verdammt. Okay, das brechen wir jetzt ab. Das hat keinen Sinn. Das will ich machen, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Nein, definitiv nein. Maul, du Sack. So, reicht mir. Okay.
dann, ich sehe nichts. Also, mit nichts meine ich nichts. Und nichts wäre vielleicht noch übertrieben. Okay, gucken wir mal, ob Funky irgendwo... Oh, das war die falsche Taste. Definitiv. Wie kann Lenky denn länger... Ach, mit B, okay. Ich verwechsel das immer unter den Kongs, weil Tiny schwebt mit nochmal A drücken und Lenky schwebt mit nochmal B drücken. Das ist alles ein bisschen bescheuert. Gibt's hier irgendwas bei dir, Funky? Erzähl mal. Hey, check mal diesen Munitionsgürtel, Lenky. Ihr Kongs könnt nun damit mehr Munition tragen und das für schlappe 5 Münzen, den musst du einfach haben. Ist super lecker, natürlich. Ja, den will ich haben. Was können wir denn jetzt? 200 Munition oder was? Ja, arbeite du mal an deiner nächsten größten Sache und so. Ist cool. Ich glaube, Sniper kriegen wir noch, aber ich bin mir nicht so sicher. Ah, komm schon. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Gott. Das hat mir Little Toll übrigens letztens auch nochmal geschrieben, dass sie Donkey Kong 64 angeschmissen hat und irgendwie besser war als ich. Aber das ist kein Wunder, weil irgendwie bin ich in dem Spiel einfach massiv schlecht und... Naja, keine Ahnung. Ich schieb ja sowas immer ganz gerne auf die Technik. Aber das funktioniert, glaube ich, auch nicht ewig. So, wo wir gerade hier am Start sind. Da hinten war eine Chunky-Platte, die wir nicht benutzen konnten. Hallo? Ich war doch schon im Wechselfass. Die würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Was passiert denn da? So. Hier müsste die gewesen sein, oder? Oder irre ich mich? Nein, genau, hier. So. Hex, Hex. Oh, cool. Donkey Kong. Schön. Das war eine geschenkte goldene Banane, würde ich mal so sagen. Okay, dann gehen wir nochmal eine Runde mit Lenky fliegen. Das hatten wir auch noch vor. Und dann ist da noch das Jetpack-Fass von Diddy, wo ich noch keinen blassen Schimmer habe, wo das hingehen soll. Na gut. Wir gehen erstmal mit Lenky hoch. Warpt uns die schon da hoch? Geht das? Oder wo kommen wir hier raus? Nö. Da wollte ich nicht hin. Ich hatte nur im Kopf, dass da super viele blaue Platten waren, aber gut, scheinbar nicht diese hier. Yo. Little Tall wird demnächst auch mal mit uns Donkey Kong aufnehmen. Ich habe sie gefragt und es wird ja wahrscheinlich irgendwann nächste Woche passieren, dass wir mal zusammen aufnehmen. Ich freue mich darauf, weil ja, ich finde Co-Kommentatoren ja eigentlich immer ziemlich cool. Das hatte ich ja früher bei Mario Sunshine, hatte ich das recht häufig. Bei Paper Mario hatte ich das recht häufig. Und das hatten wir jetzt schon recht lange nicht mehr. Einfach, weil ich meistens zu den beschissensten Uhrzeiten auch aufnehme und da nie jemand Zeit hat. Ja, und das wollte ich einfach ganz gerne nochmal machen. Und da habe ich sie gefragt und sie sagte, ja klar, warum nicht? Nur heute geht halt nicht. So. Okay, es ging hier scheinbar wirklich nur um die paar Bananen. Und nein, oh, danke. Sonst ist hier tatsächlich nichts. Okay, wir versuchen mal das Jetpack-Fass von Diddy. Wie lange haben wir denn noch hier im Part? Etwas über eine Minute. Okay. Ja. Ist denn... Hallo? Kamera. Danke. So, dann hat man mir gesagt, mit Z kann ich in der Luft stehen bleiben. Das ist cool. Okay, hier haben wir eine Warp-Platte, die wir einfach mal aktivieren. Danach ist das Jetpack zwar weg, aber... Nein, scheiße. Jetzt ist das Jetpack auch weg und wir haben sie nicht aktiviert. Und da komme ich nicht hoch. Verdammte Axt. Ich wollte den Ballon doch noch mitnehmen. Menno. 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 Ja, Diddy, du regst dich gerade zurecht auf. Ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Arschgesicht. So. Die habe ich gezeigt. Blödes Hamsterviech.
In welchem Donkey Kong gibt es die denn noch? Ja, ich meine, in Donkey Kong Country kommen die auch vor, ne? Nur in dem ersten? Oder generell? Ich weiß, dass es einen so einen riesen Hamster-Boss gibt. Und der war total lächerlich. Na gut. Wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber ich möchte bitte doch noch diese Warp-Platte aktivieren, bevor wir diesen Part dann beenden. Okay, hier ist ein dicker Felsblock für Chunk. Aha. Okay. Wo ist das nächste Tauschfass? Da ist auch der gelbe Vollidiot. Okay, dann machen wir das noch. Ja, manchmal muss man ein bisschen seine Prioritäten über den Haufen werfen. Machen wir erstmal den Chunky-Teil. Erst den Chunky-Teil und dann, machen wir den gelben Vollidioten. So. Einmal schön den Felsblock da mitnehmen. Dankeschön. Oh. Da waren Bananen drin gefangen. Das geht aber nicht. Danke. So, und... Nein, nicht da drauf. Der Stein soll da drauf, nicht du. Chunky, du bist ein Vollidiot. Du bist ein richtiger Vollidiot. Hat man dir das schon mal gesagt? So, ich wäre dem Spiel jetzt sehr verbunden, wenn es aufhören würde, Stalaktiten nach mir zu schmeißen. Ich habe übrigens eine wunderschöne Eselsbrücke, wie ich mir die Stalaktiten merken kann, aber gleich dazu mehr. Gucken wir uns erstmal die Sequenz an. Aha! Wenn wir jetzt noch wüssten, wie wir da hingekommen sind. Doch, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Das machen wir auch noch in diesem Part. Oh Gott. So viel, was ungeplant ist an diesem Part noch. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und zwar gibt es ja Tropfsteine und es gibt da halt einmal die Stalagmiten und einmal die Stalaktiten. Und ich merke mir das so, dass Termiten auf dem Boden sind und Titten bei einer Frau recht weit oben. Daran kann ich mir gut merken, wo Stalagmiten und wo Stalaktiten sind. Ja, ist bescheuert, oder? Ja, mein Gott. So ist es halt. Jeder hat bescheuerte Eselsbrücken. Alter! Hallo? Donkey Kong, machst du mal was? Hallo? Das sollte ein Superschlag werden. Also Donkey Kong ist heute nicht so gut drauf, merke ich. Gut. Immerhin hat er schon mal seine Blaupause. So, wir brauchen dann wieder... Ne, erstmal brauchen wir Lanky, weil sonst kommen wir da gar nicht hin, wo Chunky hin muss, glaube ich. Wir müssen nämlich zu Cranky Kong, der im Übrigen nicht da ist, sondern... Cranky, wo bist du? Ich habe den doch eben gesehen. Was, da hinten? Ja, müsste eigentlich da hinten irgendwo sein, ne? Ja, genau. Perfekt. Also hier hoch. Nein, das war der falsche. Erst auf die Hände. Danke. Lanky. Nee? Bin ich total durcheinander? Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Es wäre hier gewesen. Haben wir hier ein Wechselfass? Ja, sieht gut aus. Nö, hier war es auch nicht. Verdammt. Wo war denn das Iglo? Scheiße, ich bin gerade voll neben der Spur. Uiuiuiui. Hier, nee. Da unten das Ding war es halt auch nicht. Hier vielleicht? Nö. Gott verdammt. Ich weiß es nicht. Ich finde mich hier noch nicht so wirklich zurecht. Aber ich nehme an, dass dieser Abschnitt ja auch gespeichert ist. Aber ich habe jetzt noch eine Idee, wo es sein könnte, wenn wir rüberkommen. Nö, tun wir nicht. Toll. Tauchst du auf, Lanky?
Danke. So. Vielleicht war es bei Funky drüben. Aber da müssen wir jetzt auch erstmal hinkommen. Aua! Ohne von diesen Stalaktiten abgetroffen zu werden. Ich hoffe, diesen Vollidioten kann man irgendwann besiegen. Oh nee, jetzt sind wir auch noch falsch. Das mit den Stalaktiten, die ganze Zeit von oben runterfallen, das ist echt gemein. Komm, Lenky. Alber nicht so rum. Okay. Hier haben wir eine kleine Tiny Dings. Da haben wir das kleine Tiny Fass. Bin ich jetzt total Banane? Gott verdammt, wie bin ich denn da hingekommen? Hoch. Rüber. Ja, der Part ist natürlich schon deutlich über seine Zeit. Aber das ist mir jetzt gerade auch irgendwie herzliche Wumpe. Ich würde gerne wissen, wie ich da hingekommen bin. Ist es vielleicht dieses Ding hier? Nö. Hier ist Snide. Gott. Okay. Nee. Ich finde das raus, aber zum nächsten Part. Das kann ja irgendwie nicht angehen. Gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich bin gerade 100% neben der Spur. Mein Gott. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare posten. Wie gesagt, es wird noch... Ja, der Part hier, der kommt dann wahrscheinlich am Sonntag. Am Sonntag werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen aufnehmen. Vielleicht aber auch erst Montag. Ich weiß es nicht. Kann es alles nicht versprechen. Ist gerade alles ein bisschen blöd mit dem Lernen und so. Hier die Bananen nehmen wir auf jeden Fall gerne noch mit. Und ich habe hier gerade auch noch Candy gesehen. Wie kommen wir denn zu dir, Candy? Da geht's raus aus dem Wasser. Aha. Hallo? Kannst du dich mal hier festhalten oder so? Dankeschön. So, was haben wir denn hier noch? Hier geht's auch noch weiter in diesem Level. Mein Gott. Ich habe hier einen Ballon gesehen gerade eben. War der hier unten oder so? Da oben ist der Volltrottel von Lenky. Hier ist ein Ballon von Lenky. Na, super. Nein, 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 nein. Komm. Reg dich ab. Ach man, immer diese tolle Kollisionsabfrage. Dass wir nicht über die Klippen rüberschießen können. Unsichtbare Wände und so. Herzlichen Glückwunsch. Gut, wir gehen noch zu Candy. Vielleicht hat die auch noch was für uns. Und dann ist aber der endgültig Schluss. Es gibt so viel zu sehen in diesem Level. Hi. Wie wär's mit einer Extra-Melone und einem Instrumenten-Upgrade für euch alle? Kostet nur 7 Münzen. Ja? Und wir kriegen die dritte Melone. Erinnert mich ein bisschen an Paul, ein Alien auf der Flucht. 3 Titten? Awesome! Ja, okay. Letztes Zitat, ne? Tja, Lenky, ich fürchte, das waren meine letzten Melonen. Ach ja, ich habe eure Instrumente wieder auf Vordermann gebracht. Das bringt mir leider nicht mehr viel, aber okay. Mehr kann ich zurzeit nicht für dich tun. Sehen wir uns später? Aber natürlich sehen wir uns später. So, okay. Dann jetzt aber. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben jetzt 3 Melonen. Juhu. Und im nächsten Part werden wir gucken, dass wir hier ein paar weitere Melonen bekommen. Und vor allem, dass wir im Wunderwald das Wettrennen absolvieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.